Rassismus ist tatsächlich eine Geißel und Rassismus ist keine Meinung, Rassismus ist ein Verbrechen. Das wird nämlich in Diskussionen wahnsinnig oft so gestellt, als ob Rassismus bedeutet oder Antirassismus bedeutet, alles und jeden zu akzeptieren. Das ist nicht so. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen einer Geisteshaltung und etwas, mit dem man geboren wird. Man wird nicht als Nazi geboren, man wird auch nicht als Kommunist geboren, man wird als Mensch geboren, man wird mit einer schwarzen Hautfarbe geboren, man wird mit roten Haaren geboren, man wird mit Muttermalen geboren. Und da setzt der Rassismus an, nicht bei den Muttermalen, sondern bei Hautfarben, darauf wird es oft reduziert. Und es ist am besten, in dieser Richtung farbenblind zu sein, einfach sich die Menschen anzuschauen. Sind es gute Menschen, sind es schlechte Menschen? Und das hat dann wieder mit Geisteshaltungen zu tun. Und Geisteshaltungen werden erlernt durch Sozialisation oder weil man in diese Richtungen. Es ist ein ständiges sich entwickeln und daran zu arbeiten, besser zu werden. Ich finde, eine ganz gute Maxime ist es, ich glaube, jeder ist eine Minderheit. Also jeder hat Merkmale, die ihn von anderen unterscheiden, ob du jetzt rote Haare hast, ob du schwarz bist, ob du irgendeine Art von Behinderung hast, was auch immer. Man sollte sich ganz genau die Merkmale anschauen, die einen von anderen unterscheiden und dann darüber nachdenken, wie man aufgrund dieser Sachen behandelt werden will. Und wenn du das dann umlegst auf andere, ergibt sich die logische Konsequenz, dass niemand schlecht behandelt werden will. Und zu Recht auch. Und daher kann ich sagen, differenziert, schert nicht alles über einen Kamm und freut euch, dass ihr Verschiedenheiten habt und behandelt andere so, wie ihr behandelt werden wollt. In diesem Sinne, gemeinsam sind wir mehr und stärker.